dritten Tag Open Air Gampel, Samstag. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle ein bisschen Schlafentzug. Wie gesagt, sie ist ein Gampel-Neulinger. Reto, magst du heute noch? Ja, gestern war ich definitiv noch fitter gewesen, aber zwei Tage arbeiten wir jetzt auch noch. Kata? Ja, gestern war ich schon gerade wacher von heute. Es war lustig, als ich heute gekommen, hierher in den Medienbereich kam, waren beide auf der Bank am Liegen. Also ich glaube, das sagt so einiges. Was war denn gestern dein Highlight? Also ganz sicher mal der Keigo. Ich durfte zuvorderst stehen. Und der Sänger kam dann nachher auch im Bereich und hat uns angefasst. Und dann musste ich schon gleich so flennen. Aber auch der Anderson & Paak in den Free Nationals. Überraschenderweise hat es mir wirklich gut gefallen und habe ich nicht erwartet. Also habe ich einen neuen Musikstil für mich entdeckt. Hast du es eigentlich nicht so gekannt, Anderson .Paak? Ein Lied habe ich von ihnen gekannt, also von ihm, aber sonst gar nichts. Also ich bin wirklich eigentlich ohne grosse Erwartungen hingegangen und es hat mich umgehauen. Wirklich. Sehr schön. Reto, dein Highlight gestern? Für mich Opa, Alligator. Es war einfach eine riesige Show. Weder die Musik an sich nicht so höher gefällt. Es war gleich ein rechtes Erlebnis, definitiv. Extrem, da bin ich deiner Meinung. Wie dir da umgesprungen ist und das Bühnenbild, das hätte man selber live miterleben. Ein grosses Highlight gestern Abend war sicher auch nicht unbedingt für Elfili, aber der Capital Bra. Scheinbar hat man zuerst vor dem Hotel schon Schlangen gestanden, um ihn zu sehen. Katharina, hat dich das auch begeistert oder eher weniger? Den habe ich verpasst, muss ich leider sagen. Da bin ich etwas zu essen geholt. Das ist fast wichtiger, gell? Ja. Du? Also ich bin einmal kurz schauen, aber zwei Minuten haben euch gelangt, muss ich sagen. Verständlich. Und was ist deine Zeit auf dem Programm? Am Abend sicher Sunrise Avenue, wenn ihr schaut. Und am Nachmittag ein paar Leoniden, könnte mir auch noch gefallen. Und sonst, also wie den anderen Tag sieht man den, würde ich sagen. Katharina, bei dir? Wäre schon cool, wenn ich heute wieder zuvorderst stehen kann bei Sunrise Avenue. Und sonst freue ich mich auch sehr auf Stefanie Heinzmann. Dritter Tag Open Air Gampel, wir nehmen es in Angriff.